Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute, zum 11. Dezember, öffnen wir natürlich das 11. Türchen an unserem Engelbert Strauß Weihnachtskalender. Ja, wie ihr in den vorhergehenden Videos sehen konntet, hat sich in meinem Engelbert Strauß Weihnachtskalender in den letzten 10 Türchen natürlich dieses Case verborgen mit vielen Einzelteilen hier schon, die wir hier schon hereingetan haben. Wen es interessiert, was ja alles schon vorher drin war, schaut sich bitte gerne meine vorhergehenden Engelbert Strauß Weihnachtskalender Videos an und dementsprechend könnt ihr dann immer hereinschauen, wie das hier alles so begann. Ja, also heute Tag 11 werden wir natürlich das 11. Türchen öffnen und da schauen wir doch mal, wo das 11. Türchen ist und machen wir mal hier heran und hier drüben sehen wir auch schon das 11. Türchen. Ihr seht selber ein kleines Türchen heute und das werden wir heute jetzt mal hier öffnen. So, das machen wir mal auf und gucken wir mal, was sich hier drin verbirgt. Wieder mit einem Kleber angeklebt. Ja, und wir sehen, hier drin verbirgt sich natürlich mal wieder eine Ratschennuss. Sehr schön, finde ich auf jeden Fall. Und das ist eine 8 mm Ratschennuss. Und diese werden wir jetzt schon mal in unser Set jetzt hier mit einfügen und dann werden wir das doch mal öffnen. Und jetzt kann ich meine 8er Ratschennuss hier in mein Set schon mal mit einfügen und das stecke ich schon mal hier herein und ihr seht selber, wie wunderbar das hier funktioniert. Ja, damit haben wir heute das 11. Türchen geöffnet. Ihr seht, unser Set nimmt langsam Form an und also mir gefällt es sehr gut. Ja, und wenn ihr genauso neugierig seid wie ich, was sich im 12. Türchen verbirgt, dann schaut er morgen wieder rein, wenn es wieder heißt, Jörg erklärt's.